Ja, hi zusammen. Ich bin gerade zurück vom Karlsruher Messeforumstreffen und habe ein paar Aufnahmen für euch gemacht. Als erstes war ich am Stand von Schiller Custom Parts und habe da die Umbauten und Gravierungen bewundert. Die waren nämlich richtig schick. Gerade dieses Victorinox-Modell hat es mir sehr angetan mit den Titangriffen. Das hat so einen gewissen Werkzeugcharakter, also ziemlich cool. Und auch das hier mit der Spyderco-Klinge, sieht man auch nicht alle Tage, ein Victorinox mit der Spyderco-Klinge, das fand ich auch ganz cool. Und was mir auch richtig gut gefallen hat, das war das nächste Modell hier mit mit der Gravierung unter den Griffen. Also das sieht auch richtig schick aus, genau wie das Para 2 hier mit diesen ganzen Gravierungen und auch das UKPK mit dem Roadrunner, das fand ich ziemlich cool. Und war halt relativ schwer durch die Messinggriffe, deshalb habe ich mir das jetzt nicht geholt, aber da wäre ich fast schwach geworden. Und diese Gravierung hier mit den ganzen Details, also das ist schon echt beeindruckend gewesen. Überhaupt waren da einige richtig schicke Umbauten dabei. Auch das Spyderco Spidey Chef hier hat mir richtig gut gefallen. Als nächstes war ich dann am Stand von Toni Tietzel von TNT Knives und ich muss sagen, ich bin richtig beeindruckt, wie viel Arbeit er da reinsteckt und welche Präzision die Messer haben. Also ich habe das schon gehört, jetzt hatte ich die Messer mal in der Hand und das ist wirklich hoch beeindruckend. Er hat erzählt, dass er da teilweise 30 Stunden an dem Messer sitzt und mit einer Lupe arbeitet, damit die wirklich komplett symmetrisch sind und auf das Mühe genau dann die Anschliffe identisch sind auf beiden Seiten und man sieht es ja auch schon. Die verschiedenen Grindlines und nach 30 Stunden Arbeit, da sind diese Preise dann wirklich mehr als fair. Das kleine Modell hier hat mir auch wirklich verdammt gut gefallen und wenn jemand das nötige Spielgeld hat, kann ich das auch nur empfehlen. Also da wird man nicht enttäuscht sein. Die sind wirklich super präzise gefertigt. Das Modell fand ich auch richtig schick hier mit den ganzen verschiedenen Anschliffen, die er da dran hat. Also da waren einige Modelle dabei, die wirklich sehr, sehr schön waren. Als nächstes war ich dann am Stand von Steffen Bender und habe mir seine Custom-Messer angeschaut. Oder genau genommen erstmal die Pommes-Picker, die finde ich ziemlich cool. Ich würde mal sagen, seine Messer zeichnet aus, dass sie präzise gearbeitet sind, fein ausgeschliffen. Er verwendet gerne Carbon und die Handlage ist immer relativ universell. Also ich hatte da kein Messer in der Hand, bei dem die Handlage nicht gepasst hätte. Hier jetzt erstmal grünes Carbon, was ganz schick aussieht. Aber mein Favorit war dann ganz klar die Version mit den Mikata-Griffen und der Sheepsfoot-Klinge oder der Reverse-Tanto-Klinge. Und ich mag es, wenn das Mikata nicht lackiert ist. Das fasst sich einfach deutlich angenehmer an. Und dann jetzt hier noch ein paar Versionen mit Wüsteneisenholzgriffen. Ich finde die optisch immer richtig schick. Von der Haptik bevorzuge ich allerdings Mikata. Ist halt immer eine schwere Sache. Wüsteneisenholz hat einfach diese schöne Maserung. Aber Mikata fasst sich so schön natürlich an. Dann war ich am Stand vom Messerkontor und habe lange mit der Claudia geredet. Und es hat mich sehr gefreut, sie mal wieder persönlich zu treffen. Jetzt hier von White River so ein kleines Fix. Und ich dachte erst, durch die große Aussparung ist die Handlage nicht so gut, aber da wurde ich eines Besseren belehrt. Die Handlage ist wirklich erstaunlich gut, das fand ich ganz cool. Dann von Benchmade das Mini Crooked River, das finde ich optisch richtig stark, wobei ich mir auch vorstellen könnte, dass es dem einen oder anderen nicht so gut gefällt mit den orangenen Akzenten, aber ich mag das einfach ganz gerne, auch das stabilisierte Holz. Dann die aktuelle Modellreihe von Benchmade mit dem Bugout und Mini-Bugout. Hier in der, ich glaube, Seaform nennt sich die Farbe. Und die blaue Version, die habe ich mittlerweile auch selbst. Ich bin einfach ein Fan vom Bugout. Und dann hier noch diese rosa oder roséfarbene Version. Ist vielleicht ein ganz gutes Geschenk für die bessere Hälfte. Und dann habe ich auch endlich mal wieder das Immunity in die Hand genommen. Ich hatte das auf der IVA in der Hand und da hat es aber ewig lange gedauert, bis es dann rauskam. Und ich fand es immer ganz cool, es ist mir nie komplett aus dem Kopf gegangen, obwohl es für mich ein bisschen zu klein ist und deshalb habe ich es mir auch noch nicht gekauft. Aber wie gesagt, ich krieg's nicht so ganz aus dem Kopf. Cooles kleines Detail, die Axtschraube stellt so einen kleinen Virus dar. Dann von Kaiser diese bunten Versionen, die fand ich ganz schick. Und von CVV das Baby Bunter, da werde ich demnächst auch mal ein Video machen, das finde ich mich ganz cool. Und auch diesen kleinen Boxcutter hier mit diesen, ich glaube, jadegrünem G10. Dann von Viper das Hack mit Carbongriffen und so roten Farbeinschlüssen. Das war mein Favorit auf dem Tisch, weil es so ein bisschen wie Lava aussieht. Wobei Mikata natürlich noch die etwas bessere Handlage hat. Und das weiße G10 sah auch schick aus. Und was ich auch richtig cool fand, waren diese Pistaziengriffe hier mit den zwei Farben. Da bin ich einfach ein Fan von. Weiter geht's zum Stand vom Jürgen Schanz, dem Gastgeber. Und da habe ich mir als erstes mal die Küchenmesser von ihm angeschaut.
Das hier fand ich ganz cool wegen diesen zweifarbigen Griffen. Das hatte ich ja eben schon gesagt bei den Pistazienholzgriffen. Das mag ich einfach ganz gerne. Oder auch hier das Wüsteneisenholz gefällt mir optisch auch sehr gut und hat auch einige technische Daten, die überzeugen. Das hier könnte jetzt Mooreiche sein. Da habe ich gar nicht nachgefragt, da bin ich mir nicht ganz sicher. Hier wieder so schönes zweifarbiges Holz. Und eine der Mastlinge, da könnte ich mich gar nicht entscheiden zwischen dem zweifarbigen Holz und dem Wüsteneisenholz daneben. Dann ein paar kleinere Modelle und jetzt hier was ziemlich Großes. Ich würde mal sagen, Messer ist es schon nicht mehr. Eher ein Dolchschwert, keine Ahnung, was das ist. Auf jeden Fall brutal schwer. Es war cool, es mal in die Hand genommen zu haben. Und dann so ein kleines Küchenmesser. Und ich denke, das müssten Griffe aus Walnussholz sein. Dann geht es weiter mit den Outdoor-Modellen von Jürgen Schanz und ich muss sagen, die lagen alle wirklich sehr angenehm in der Hand, dadurch, dass er die Griffe so schön rundet. Das hier hat mir optisch auch sehr gut gefallen mit diesem türkisfarbenen Micarta. Also die Farbe ist wirklich schick, die Handlage ist wirklich sehr angenehm und ich denke auch, wenn man damit länger arbeitet, dürfte das angenehm sein. Hier ein traumhaft schönes Wüsteneisenholz. Und wenn ich mir mittlerweile was aus Wüsteneisenholz kaufe, dann achte ich darauf, dass das ein bisschen heller ist, weil es einfach nachdunkelt und wenn man dann mit dunklem Wüsteneisenholz anfängt, dann wird es irgendwann fast schwarz. Hier mit einer Lego-Einlage, auf die Idee muss man auch erstmal kommen, total weird irgendwie, aber auch irgendwie lustig. Keine Ahnung, war auch ein Hingucker. Hier noch so ein paar kleine Fixmodelle mit verschiedensten Griffmaterialien. Meine Wahl wäre da auf jeden Fall auch das Wüsteneisenholz. Aber auch das Carbon mit dem Orange sah ganz schick aus und jetzt hier ein paar Folder von ihm. Dann mal mit einigen Serienmessern weiter. Da habe ich jetzt als erstes von Spyderco das Native 5 in der Hand und um das schleiche ich schon länger rum und überlege mir das zu kaufen, einfach weil ich den LC200N Stahl so richtig gerne mag. Da muss man sich schon sehr anstrengen, um den rosten zu lassen und auch diese giftgrünen Griffe haben es mir echt angetan. Allerdings die Handlage ist für mich nicht so perfekt, deshalb habe ich es mir bis jetzt noch nicht gekauft, aber mal schauen, vielleicht hole ich es mir doch noch irgendwann. Dann das Real Steel Stella, das habe ich selbst mit Titangriffen und Micarta-Griffen. Da finde ich die Linienführung einfach ein Traum und diese Version mit den roten Griffen sieht auch stark aus. Genau wie das Luna hier mit dem Dark Acid Stonewash Finish drauf. Also die Zusammenarbeit zwischen Real Steel und Poltergeist Works, da sind schon einige ziemlich coole Versionen entstanden. Und was ich auch echt gerne mag, ist das CT0235. Ich habe die Version mit der Sheepsfoot-Klinge, also das CT0230, und nehme das echt gerne mit. Ich habe da sogar Micarta-Griffe dran gemacht. Dann sieht es nochmal ein bisschen harmloser aus und für den Alltag reicht das locker aus und ist auch schön leicht und klein. Also ich mag's. Dann war ich beim Stand von Bastards Knives und was ich wirklich unglaublich cool fand, war, dass sie dem Hauke Kühl einige von ihren Messern mitgegeben hatten. Und genau die Messer, die dann beim Seven vs. Wild Dreh in Kanada dabei waren, konnte ich jetzt hier in die Hand nehmen. Und das ist natürlich schon irgendwie cool und beeindruckend. Hier hat mir der Griff ganz gut gefallen von der Maserung und auch von der Handlage. Also die Kanten sind wirklich alle schön gebrochen. Oder was heißt gebrochen? Das ist einfach richtig schön gerundet. Das sind alles Handschmeichler. Und ich gehe jede Wette ein, dass man damit auch lange Zeit ermüdungsfrei arbeiten kann. Mit Abstand am besten gefallen hat mir diese Version hier mit dem türkisfarbenen Micarta. Und auch hier wieder richtig schön gerundete Kanten und ein richtiger Handschmeichler. Das sind überhaupt so Semi-Customs, das heißt die Klinge ist mehr oder weniger identisch, also unterschiedliche Finishes, aber die Klingenform halt identisch. Und dann halt verschiedene Griffmaterialien dran und entsprechend sollte da wirklich für jeden Geschmack was dabei sein. Dann jetzt hier ein kleiner Folder noch, den fand ich irgendwie auch ganz cool, weil er wirklich einen butterweichen Klingengang hat und das Design ist richtig stark mit dem Stonewash-Finish auf der Klinge und gleichzeitig Fräsung da drin, das sind keine Fräsung, diese polierte Fläche halt da drin, also das sieht ziemlich cool aus, aber auch vorne am Bolster die Einfräsungen. Und der Buttonlock mit dem weichen Klingengang. Hier wieder so ein schöner Türkiston, ein bisschen größere Modelle. Mein Geschmack sind dann halt eher die kleineren. Jetzt hier noch ein großer Folder. Also der war schon auch wieder gut verarbeitet, lag angenehm in der Hand. Ist halt nicht so die Größenklasse, die ich bevorzuge, aber beeindruckend war das in jedem Fall. Ja, das soll es dann auch schon wieder gewesen sein. Ein kurzes Video für all diejenigen, die es nicht persönlich geschafft haben. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.